Herzlich willkommen zur ökumenischen 10-Minuten-Andacht für den Tag aus dem Kirchenkreis Walsrode, heute aus der Rethemarkirche. Wir feiern diese Andacht online, an verschiedenen Orten und zu verschiedenen Zeiten und im Glauben miteinander verbunden. Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir hören Worte aus dem ersten Kapitel des Johannesevangeliums. Am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat's nicht ergriffen. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Amen. Feiertage sind vergangen. Wieder waren sie anders als geplant. Dennoch gab es hoffentlich viele besinnliche und frohe Stunden. Weihnachten ist ein Fest der Sinne. Es wird getastet, ob der richtige Inhalt im Geschenkpapier sein könnte. Es duftet nach Tannennadeln, Tee und Gebäck. Es gibt schmackhaftes Essen. Wir hören Geschichten und singen Lieder. Und es gibt viel zu sehen. Kerzenlichter, Dekoration, oft eine Weihnachtskrippe mit all den Figuren, die in den biblischen Weihnachtsgeschichten bei Matthäus und vor allem Lukas vorkommen. Der 27. Januar ist der Tag des Apostels und Evangelisten Johannes. Er schreibt eine ganz andere Weihnachtsgeschichte. Wir haben sie bereits gehört. Johannes komponiert einen kraftvollen, poetischen Hymnus über das fleischgewordene Wort, das Licht in die Finsternis der Welt bringt. Am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Und weiter, in ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Jesus als ewiges Wort des Vaters war schon vor Beginn der Schöpfung bei Gott. Und dann ist er in dem Menschen Jesus Fleisch geworden. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Es gibt nach diesem epischen Beginn des Evangeliums keine Geburts- und Kindheitserzählungen. Es folgen das Zeugnis des Johannes des Täufers über Jesus, die Berufung der ersten Jünger und die Geschichte der Hochzeit zu Kana. Die Fleischwerdung des Wortes bei Johannes bezieht sich auf Jesu ganzes Leben, auf alles, was das fleischgewordene Wort getan, bewirkt, erlebt und erlitten hat, bis zu seiner Hingabe für uns am Kreuz und seiner Auferstehung. Jesus wurde nicht in eine heile Welt hineingeboren, aber er hat ein Licht in diese Welt gebracht. Das Wort, das mit Jesus zu uns in die Welt gekommen ist, stößt immer wieder auch auf Ablehnung.
Aber es verheißt Perspektive. Wie begegne ich diesem fleischgewordenen Wort, diesem Licht für die Welt? Vielleicht kann das eine Anfrage an unsere Gewohnheiten, Vorurteile und Urteile sein in dieser Zwischenzeit nach den Feiertagen und vor dem Beginn des Jahres 2022. Christinnen und Christen glauben, dass letztlich keine Finsternis das Licht, das Jesus in die Welt gebracht hat, verschlingen kann. Davon zeugt Jesus und davon zeugen die Worte des Johannes. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat's nicht ergriffen. Möge seine etwas andere Weihnachtsgeschichte uns Lichtblicke und Hoffnung schenken. Amen. Für einen Moment der Stille entzünde ich ein Hoffnungslicht. Ich lade ein zum Gebet. Gott, du bist uns nah. Dein großes Geheimnis war und ist mitten unter uns. Hilf uns, es zu spüren und uns darauf zu besinnen. Du bist da und doch mit Händen nicht zu greifen. Aber dein Wort für uns bleibt unter uns lebendig. Öffne unsere Augen, Ohren und Herzen, damit dein Licht uns ergreift, sodass wir aus seiner Kraft leben und es weitergeben können. Begleite uns in diesen Zeiten, schenke uns Lichtblicke, Kraft und Hoffnung. Amen. Lasst uns gemeinsam die Worte beten, die Jesus Christus uns selbst zu beten gelehrt hat, die uns mit allen Christinnen und Christen auf der Welt verbinden und in die wir alles mit hineinlegen dürfen, was uns persönlich auf dem Herzen liegt. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Alles Gute für das neue Jahr 2022. Bleiben Sie und bleibt gesund und behütet. Seid bewahrt vom Licht, auch dem aus einer anderen Welt. Seid befreit von dem, was das Leben schwer macht. Seid beschenkt von guten Worten und dem Vertrauen, jemand ist da für dich. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.